Ja, wollte ich noch mal zeigen, was da Schönes aus China gekommen ist für uns. Sowas hier, so ein Nachtlicht und diese LEDs hier. Meine Freundin mir bestellt. 50 Stück von diesen kleinen LEDs. Sehen ganz unscheinbar aus. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass sie halt irgendwie richtig cool sind. Ach nee, das kann man nicht sehen. Aber unter der Lupe könnte man sehen, dass die halt mehrere Farben haben und auch alle hintereinander irgendwie so angesteuert werden und das dadurch blitzert und blinkt in allen möglichen verschiedenen Farben. Zeige ich euch dann gleich in einem anderen Video. Ja, so sehen die aus. Machen richtig was her. Also saugen halt mehr Strom als die anderen, deswegen blinken die anderen jetzt ein bisschen mit so. Den kennt er ja bereits. Der macht ganz schön viel Dreck, der rußt halt viel. Die zweite Kerze habe ich jetzt, diese Kerze habe ich ein bisschen getunt, dass noch ein bisschen mehr Power da rauskommt. Ja, läuft ohne Batterie. Die spare ich mir jetzt eigentlich immer. Ich habe den halt so laufen, ne? Läuft ja auch. Ja, und das sind halt diese Lampen, die gehen halt richtig krass ab. So, tatütata. Alle möglichen Farben und dann immer in der Reihenfolge, wie sie wollen. Ich habe die einfach an die Lüsterklemme mit angeschlossen. Ganz einfach. Ja, und wie gesagt, für das Geld ganz schön viel Action. Und dies hier ist ein Nachtlicht. Das geht automatisch an, sobald halt steckt man in die Steckdose ganz normal und wenn es dann dunkel wird, geht's, soll es angehen. So ist der Plan. Ja, da stecke ich mal hier in die Steckdose. Ja, steckt. Oh, was habe ich denn da abgerissen? Ja, geht sogar auch mit Licht, ne? Kann man jetzt sehen, ja. Also wenn man hier vorne ab zudrückt, dann ja. Kommt aus China, hat nichts gekostet außer der Versandkosten und ja, das war dann auch irgendwie umsonst, weil wir hatten so einen Gutschein und so. Allerdings vermisse ich hier auf diesem Ding ein CE-Zeichen, wie heißt das, GS-Zeichen oder wie es heißt, ne? Also bei elektrischen Geräten muss ja immer so ein Prüfzeichen drauf sein, das ist hier alles nicht vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da strafbar mache, wenn ich sowas überhaupt in die Steckdose stecke. Also würde ich auf jeden Fall keinem empfehlen. Und gerade als Nachtlicht, wenn ich dann schlafe, so ein Bauteil aus China, wo 220 Volt durchgehen und nicht mal irgendein Prüfzeichen, da ist kein CE-Zeichen, gar nichts. Also weder noch. Na, ich weiß nicht, da hätte ich ein bisschen Skrupel. Ja, ich sehe jetzt hier so aus, weil ich habe gerade hier noch mit dem Teelicht-Ding da rumgespielt.